Das Coach-Modell wurde im Rahmen der Hochleistungsforschung von Don Schuller und Kenneth Blanchard entwickelt. Dabei liegt der Fokus auf der Führungskraft, welche 5 zentrale Verhaltenspostulate einhalten sollte. Diese kann man sich leicht merken, denn ihre Anfangsbuchstaben ergeben zusammen das Wort Coach. Dabei steht das C für Conviction Driven, O für Overlearning, A für Audible Ready, C für Consistency und H für Honesty Based. Wie wichtig ist es, dass eine Führungsperson niemals von ihren Grundsätzen und Überzeugungen abweicht? Halte ich für sehr wichtig, ja, weil egal, beim Football gibt es so eine Regel, selbst wenn du es falsch machst, mach es hundertprozentig falsch. I think that's vital. You can't really have real leadership skills unless you know what you believe in yourself, and if you stray from that too far, then people lose respect in you. And I think it's super important to just stick to who you are as a person, as a leader, and you can't try and be someone that you're not. I think it's very important to A, establish your principles, but then also B, you have to enforce them. You have to be who you are. You have to know what your principles are before you try to impose them on somebody else. So it's got to be something you live by, especially as a leader, or people are going to call you out. No one wants to listen to somebody that's loud and always on you, but they don't follow their own principles. Was glaubst du, könnten aber Konsequenzen sein, wenn eine Führungsperson nicht an ihren Grundsätzen festhält und von diesen abweicht? You'd have mutiny, just like on a pirate ship. They'll throw the captain overboard. It's the same thing for any organization or team. If the leader doesn't follow his own principles. Macht eine klar vermittelte Vision des Coaches es den Spielern leichter, ihre Leistung zu steigern? Ja, auf jeden Fall. Das sieht man. Also bestes Beispiel ist unser jetziger Coach. Als er vorgestellt wurde, hat er ganz klar seine Ziele verdeutlicht. Und seitdem sehe ich in jeder Trainingseinheit, dass wir uns kontinuierlich bessern. Ich glaube, das Höchste, was über allem steht, ist das Ziel der gesamten Mannschaft. Das heißt, wenn ein Trainer das schafft, dass die gesamte Mannschaft dieselbe Vision hat und eben an diese Vision glaubt, dass man dann auch das Ziel erst erreicht. Ganz klar. Wer Ziele hat, der weiß auch, wo er hinarbeitet. Ne? Also wenn man weiß, der Aufstieg ist das Ziel, ja, dann wissen die Jungs, wofür sie arbeiten, und natürlich macht es dann einem das Ganze viel einfacher. Ne? I believe a group of people with a set common goal will do whatever it takes to achieve that goal. Really, there's 3 things when you think about leadership. You have to have a passion, purpose and a vision. But you can't have a passion if you don't have a purpose. And if you don't have a purpose, there is no vision, and there's no way you can execute any of those without all 3 working together. Welche Rolle spielt Spaß im Training? Und ist es wichtig, dass der Coach im Team beliebt ist? Und wenn ja, warum? Also Spaß spielt schon eine Rolle. Allerdings finde ich, dass im Training jetzt nicht zu viel Spaß sein sollte, weil im Endeffekt, was macht mehr Spaß als zu gewinnen? Beliebt ja, allerdings ist der Coach kein Freund, so ist immer noch Coach. Das heißt, eher Respektsperson. No, I mean, I believe a coach is not meant to be popular. I'm not trying to make friends. You know, a coach is not meant to be a friend, but he sure can be something so much more special than that. You know, he's somebody you can share something with that you can't share with your girlfriend or your buddy. You can tell your coach certain things that are going on in your life that you can't tell other people. And I know one thing, because if it's 3 o'clock in the morning and somebody on my team needs me, I'll be there. There's very few people that someone can count on like that, and I think that's really the most important thing about a coach. Fun is, to me, winning. So I think you get fun from having success. Everything else is really just work, and you want to work at your craft. As far as being popular as a coach, I don't think that's necessarily important. It's not vital, but you know, it helps that to have your players like you, but you don't need to be popular. You just need to have the respect from your players. Spaß ist das Allerwichtigste generell bei jedem Sport. Sonst kann man das einfach wie auch jede Arbeit nicht auf hohem Niveau und für lange Zeit mit viel Energie machen. Gewinnen macht einen großen Teil des Spaßes aus, und das erreicht man nur, wenn der Trainer auch mit der nötigen Strenge die Regeln und die Visionen durchsetzt. Und das macht dann oftmals auch keinen Spaß, aber ist es dann auch immer schnell vergessen.